Leute, hier ist euer DüsiBS mit einem brandneuen Video und heute möchte ich mich damit beschäftigen, was eigentlich recht schwer zu sagen ist und auch ja, nicht so ganz einfach zu beschreiben und auch bei jedem unterschiedlich ist, und zwar mit dem Thema How to get a better sniper. Und ja, dazu habe ich einfach mal, bin ich einfach mal lokal Wi-Fi gegangen und möchte euch einfach dazu mal das perfekte Setup zeigen. Das habe ich auch schon mal ein Video zu gemacht, aber hier nochmal kurz, damit ihr es sehen könnt. Ich würde euch empfehlen, die X6338 zu nehmen. Ich nehme dazu immer einen Schalldämpfer, dann werdet ihr nicht gesehen. Und dann gibt es noch die schönen, wie funktioniert das jetzt nicht? Achso, hier unten die schönen Armor-Piercing-Rounds oder FMG, das könnt ihr für euch entscheiden. Und Zweitwaffe OPS, Jolt, Tiger oder auch Revolver, Shock, wie ihr wollt. Das ist eigentlich recht egal, weil es geht um die Sniper-Skills. Und dementsprechend würde ich einfach Stun-Granaten zum Trickshot und sowas nehmen. Habe ich ja schon mal gesagt. Die Stealth-Klasse ist, wie schon dafür angelegt, die beste. Dazu einfach Opportunism. Da wissen die Gegner, wenn sie geblendet sind, schneller tot. Zwei Granaten. Related Shot, das ist eigentlich wurscht. Das braucht man eh nicht so wirklich. Und Paragon Senses, dann weiß man immer, wenn man gesehen wird. Hier unten habe ich noch bei den Militär-Streaks habe ich einfach die niedrigsten aus jedem der drei Klassen sozusagen genommen. Jo gut, dann fangen wir gleich mal an. Ich gehe jetzt einfach mal auf die Map Blockbuster, ist ja egal. Und dann machen wir einfach mal die Sniper-Übungstricks, die man dazu machen kann. Und ja, und wie das Ganze einfach funktioniert. Ich gehe mal davon aus, dass es ziemlich jeder weiß, aber ich mache es jetzt trotzdem mal schnell. Gehen wir mal schön hier in die Mitte von der Map. Und ja, Quickscopes ist nichts anderes als schnell zielen, schießen und wieder entzielen. Dazu gibt es natürlich mehrere Möglichkeiten. Ihr könnt einfach zielen, schießen und wieder auf Zielen-Button drücken, dann geht es wieder raus. Oder ihr drückt zielen, schießen, sprinten, dann geht es automatisch wieder weg. Und die dritte Möglichkeit ist dann noch, dass ihr zielen, schießen, nachladen macht. Oh, wobei, warum hat das jetzt nicht geklappt? Ah, warte, das war fehl. Ja, okay, auf jeden Fall, das funktioniert auch noch. Und einfach irgendwo lokal ein kleines Ziel oder sowas suchen. Nehmen wir zum Beispiel das hier. Und versuchen, das einmal zu treffen. Und dann einfach immer zielen, schießen, sprinten. Wie ihr seht, bewege ich mich ganz bisschen vorwärts. Und wenn ihr das auch noch ein bisschen leichter haben wollt, ich glaube, ich habe es selber nie benutzt, aber mit A zu G ist es angeblich ein bisschen leichter. Das müsst ihr selber rausbringen. Ich komme zum Beispiel mit dem gar nicht klar. Ich habe es mal ausprobiert. Und ja, zum Multiplayer ist vielleicht doch ganz praktisch, sich das so langsam anzueignen, also von wirklichen Hardscopes auf kürzere Scopes zu gehen. Und das ist einfach einfach immer schneller. Das habe ich mir jetzt bei Modern Combat 3 auch angewöhnt, weil da konnte ich zum Beispiel keinen Quickscopen. Das habe ich mir da jetzt so langsam ein bisschen versucht beizubringen. Und ich habe es mir bei dem Spiel selber habe ich mir auch beigebracht. Das ist ja an sich nicht wirklich schwer. Es ist ein bisschen Übung und einfach die Scopes verringern und dann passt es schon. Und auch ein ganz guter Tipp ist eigentlich, wenn man einen Gegner treffen will, dann ist es meistens so, dass wenn die Schrift rot ist, wenn der Schalldämpfer auf ihn zeigt, dann trifft man ihn. Und dann einfach auf ihn schießen, zielen, treffen, fertig. Es gibt natürlich verschiedene Arten von Quickscopes. Und insgesamt ist Snipern ja auch so eine Art Kunst, wenn man das mal so nennen kann. Jetzt nicht dafür haten für den Begriff geworden. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also einmal, dass man ganz normal läuft, zielen, schießen, sprinten, weiterläuft. Das ist einfach der normale, schnelle Quickscope. Oder es gibt die Möglichkeit, so wie ich es oft mache, zielen, schießen, laufen, Dragscope. Dabei nehme ich noch zielen. Das ist verbraucht eigentlich recht viel Übung. Habe ich das ist immer so eine Frage der Relativität. Habe ich ein bisschen länger gebraucht, um da zu treffen. Und wenn man das eine kann, ist es auch recht schwer, auf das andere umzusteigen. So aus Erfahrung kann ich das mal sagen. Also ich habe da zumindest immer ein bisschen gebraucht. Wobei ich ehrlich gesagt Dragscopes um einiges effektiver finde. Ich komme damit zumindest besser klar. Soweit was ich gesehen habe, ist zum Beispiel Devil Jonas ist auch hauptsächlich aufs Dragscopen ausgelegt. Und sonst würde ich euch einfach empfehlen, spielt Custom Matches, sodass es nicht zu eurer KD zählt und egal ist, ob ihr nicht trefft oder
Ob ihr schlechte KD habt oder sonst was, wenn ihr KD geil seid. Das sind auch ganz viele andere Sniper normalerweise, wenn sie nicht Compact oder sowas spielen. Und ja, dann habt ihr auch damit keine Probleme, dass wenn ihr schlecht seid oder sowas, irgendwas von der KD oder sowas kaputt ist. Um die Sniper zu bekommen, braucht ihr, glaube ich, 70.000 Coins. Wenn ich mich das noch recht erinnere, das hat man spätestens, wenn man Level, ich glaube, 22 oder sowas ist, ohne sich irgendwelche Münzen zu kaufen. Und dann kann es eigentlich schon direkt losgehen. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich da noch groß zu sagen könnte. Wenn ihr noch, ach so, was ich wollte noch sagen, was es für Trickshots gibt. Ach so, Trickshots ist zum Beispiel einer der Corkscrew. Der drückt ja auf Zielen, schießen und wieder nochmal auf Zielen. Wenn es schnell ist, dann ist es so. Ah, nee, ihr drückt, das war falsch, Entschuldigung. Doppelt auf Zielen drücken und dann schießen. Das ist ein Corkscrew, das zählt eigentlich an sich zu den No-Scopes und tötet an sich auch nicht One-Shot, außer ihr macht einen Headshot. Dann, wie ihr vielleicht kennt, gibt es noch diesen Drop-Shot. Ihr habt seid einfach irgendwo, schießt irgendwo runter und dann in der Luft schießt ihr. Dieses Schießen in der Luft, das geht, soweit ich weiß, nur an einem bestimmten Punkt. Und diesen Punkt schafft ihr einfach, indem ihr, ups, das nicht geklappt, indem ihr einfach schon beim Runterspringen sofort auf Schießen drückt, dann schießt ihr da an diesem bestimmten Zeitpunkt da. Ich probiere es nochmal. Ja, genau, das ist recht weit unten am Boden meistens. Und dann gibt es noch natürlich noch 360, so mid-air-mäßig. Da lauft ihr und schießt dann. Und es braucht auch ein bisschen Übung, dass man eine ganze Drehung bekommt. Ich glaube, das war jetzt gerade keine ganze. Und natürlich, dadurch, dass ihr No-Scope den Feind dann trefft, würde ich euch empfehlen, den Feind vorzustunnen oder halt mit der Shock oder so anzuschießen. Braucht aber auch ein bisschen Übung, Glück und so weiter. Das ist, ja, sagen wir, mit ersten, sagen wir mal, wirklich eine große Kunst. Die sind wirklich nicht leicht zu kriegen. Im Gegensatz zu Feed, die doch in manchen Spielmodis wirklich viel leichter gehen. Ach so, ja, zu den Spielmodis, wo ihr noch am besten eine Feed bekommen könnt. Das ist natürlich Bombenräumung, weil da kann man die Spawns genau einschätzen, wo sie sind. Ich glaube, Capture the Flag ist da auch noch ein bisschen leichter. Und Free for All und TDM, das sind, also Team Deathmatch, das sind wirklich, würde ich mal behaupten, die schwereren Modi. Und vor allem, wenn man Free for All eine gescheite Streak reißt, beziehungsweise Feed, Streak ist gar nicht so gut, dann zeigt es wirklich von wirklichem Skill. Und das schafft man auch nicht wirklich oft. Ich gebe es zu, ich habe es auch noch erst ein oder zwei Mal geschafft. Und ja, das war es eigentlich schon groß, was ich dazu sagen kann. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es mir einfach in die Kommentare. Ich werde dann darauf eingehen. Und dann sieht man sich auf jeden Fall im nächsten Video. Könnt ihr euch schon auf einiges gespannt sein. Ich habe schon ein paar einige Projekte schon am Laufen, habe schon wieder 2 Wochen fast vor recordet für euch. Und dann seid einfach gespannt, haltet die Ohren steif. Bis zum nächsten Video, euer DüsiBS.